Okay, wir machen One Question Go mit Manu Abi. Und zwar war meine Frage halt, wie du halt mit Hate umgehst. Also wenn man dich zum Beispiel so sehr hart beleidigt und so weiter. Meistens ist das nur vorgekommen, wenn ich mich mit einem diversen Rapper aus Berlin gestritten habe. Meistens nur dann hat das irgendwelche Hasswellen genommen, weißt du? Und ich probiere das halt so gut wie es geht zu ignorieren. Manchmal, wenn ich über ein Ding stolper, was ich nicht ignorieren kann, weil es gerade in meinem Auto, dann antworte ich halt kurz. Aber ansonsten ist mir das eigentlich egal, alles. Ich glaube, das kommt ganz hart drauf an, Bruder, was gesagt worden ist. Weil dieses Stumpfe von irgendwelchen Zuschauern, die irgendwas sich zu stören haben an irgendwas, juckt ja wirklich niemanden. Weil, wenn wir schon in die Öffentlichkeit gehen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass es nicht jedem gefallen kann, was wir sagen, was wir machen. Ist ja normal so, ne? Und wenn diese Leute dann ein bestimmtes Niveau an den Tag legen, wo man dann schon merken kann, so Digga, die sind einfach, die wollen dich, du bist hier, die wollen dich runterziehen, okay? Und dann juckt es nicht. Wenn es aber von jemandem kommt, zu dem du eine persönliche Beziehung hast, zu dem du eine persönliche Bindung hast, und der macht dann einen Move, der einfach respektlos ist, dann äußert man sich dazu. Und ich glaube, die meisten Beefs, so, die ausgetragen werden im Internet, die sind eben genau dafür da, weil irgendjemand sich daraus was verspricht, jemanden in der Öffentlichkeit zu denunzieren. Weil sonst, wenn ich mit dir jetzt ein Problem hatte, wir haben noch nie wirklich gezankt mit dir, noch nie. Wir haben höchstens mal über ein Thema verschiedene Meinungen gehabt, aber noch nie gezankt. Aber wenn etwas geben würde, würde ich dich noch anrufen und das nicht Ja, im nochmal. Internet klären. Okay. Und die Leute, die jetzt sich ins Internet stellen, so ehemalige Freunde oder sonst was Bekannte, mit denen man was zu tun hatte, und die dann Faxen schieben, die erhoffen sich ja dadurch etwas. Und wenn du darauf aufspringst auf den Zug, gibst du denen ja genau, was die wollen. Und dementsprechend reagiert man da nicht drauf, oder? Einmal habe ich einen Fehler gemacht. Da kann ich auch jetzt, guck mal, ich nehme in deinem Stream nehme ich dazu Stellung. Nochmal. Ich habe schon mal Stellung genommen, aber jetzt nehme ich dazu Stellung. Einmal ist was passiert. Da hat ein Junge mir geschrieben. Ich war so am Scrollen durch meine Nachrichten und hat ein Junge mir eine Sprachnachricht geschrieben. Okay? Also halb Sprachnachricht, halb geschrieben. Er sagt zu mir: Manuelsen, du Sohn, King Bushido hat dich gef***, du schwarzer Hund, du gehörst versklavt, deine Frau auch und deine Tochter auch. Wo er gesagt hat, du gehörst versklavt, habe ich gedacht, okay, alles klar. Deine Frau auch, okay, alles klar. Wo er gesagt hat, deine Tochter auch, dann sind mir die Lichter ausgegangen. Habe ich ihm eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Und zwar, ich habe an der Beleidigung, die er geschrieben hat, er hat irgendwas geschrieben. Er hat geschrieben, Serkaut. Serkaut ist das serbische Wort für verpiss dich. Und daran habe ich gemerkt, dass er auf jeden Fall ein Nordafrikaner war. Da habe ich ihm zurückgeschrieben, dass ich seine. Also du kannst dir ja vorstellen, von Ja. bis von. Ich hab auch seine imaginäre Schwester beleidigt. Ich habe zu seiner Schwester gesagt, dass wenn sie Aber eine. sprich's bitte jetzt nicht aus. Auf jeden Fall habe ich was sehr, 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 sehr Maximum Widerliches über seine Schwester gesagt. Ich weiß nicht, ob er eine hat. Ich glaube, er hat eine, weil sonst hätte ihn das nicht so getroffen. Ich habe seine Schwester so dermaßen beleidigt, schlimmer kann man. Also schlimmer geht's nicht. Aber aus welchem Grund? Ich wollte diesen Jungen so schwer beleidigen, dass er das nicht mehr auf sich sitzen lassen konnte und irgendwie aus seiner Anonymität aus dem Internet rauskommt, um mich irgendwie zur Rede stellen will, damit ich ihn vor mir habe und ich ihn dann zur Rede stellen kann, warum er meine Tochter versklaven will. Weißt du, wie ich meine? Das hat ihn so getroffen, dass er dann von meiner Sprachnachricht einen Screenshot gemacht hat und die dann verteilt hat und dann das so dargestellt hat, als ob ich Kopftuch tragende Frauen diskriminieren wollte. Das ist aber nicht der Fall gewesen, weil das würde ich ja nicht machen, weil wir sind ja Muslime, das würden wir nicht tun. Also, um da Ne? ganz kurz einzuhaken, guck mal, Ne? ich weiß, ich sehe das jetzt schon kommen. Menschen werden sagen, genau an solchen Stellen sagen die Leute Doppelmoral. Du hast gerade selber gesagt, du hast es auf eine Art und Weise gemacht, die ekelhaft dann nicht geht. Ne? Geht nicht schlimmer. Geht nicht schlimmer. So. Nein. So. Und ich sag dir, wie es ist. Ich finde das genauso. Es ist ekelhaft bis zum geht nicht mehr. Und ich habe in diesem Moment, wo ich das gehört habe, auch nicht meinen Manu Abi, meinen älteren Bruder gehört, sondern einen Menschen gehört, der extrem in Rage ist, der komplett Blackout, alle Sachen sind vor den Augen runter, um einen Menschen so tief zu verletzen, wie es nur geht. Wie du gerade erklärt hast, du Korrekt. wolltest den so hart treffen, dass er dann in die Öffentlichkeit kommt. Das eine ist, was er gemacht hat, das eine ist, was du gemacht hast. Und wenn wir jetzt sagen, wenn jemand im Internet jemand anderes beleidigt, sagen wir mal, jemand würde das machen im Internet. Und ich würde das kritisieren. Dann sagen die, ey, guck mal, dein eigener Bruder, dein Abi, hat das doch selber gemacht. Diese Doppelmoral-Unterstellung, ne? Nur, du bist mein Bruder. Korrekt. Und wenn du was Falsches machst, stehe ich trotzdem hinter dir. Korrekt.
Stream ist offline, kann ich zu dir sagen, fand ich nicht gut, vielleicht nächstes Mal nimmst du andere Worte oder sonst was, dies, das. Das wäre vielleicht, was ich dir privat sage. Aber bedeutet ja nicht, dass wenn jemand was Falsches macht, den du zu deinem engsten Kreis zählst, dass du dann auf einmal gegen den schießen musst im Internet. Das heißt, diese ganzen Leute, die im Internet dann sagen, ey, guck mal, Doppelmoral oder sonst was, ihr versteht den Move nicht, dass ich seine Nummer habe und ich weiß, wie ich Manu erreichen kann und Manu kann mich erreichen. Nur weil ich im Internet kein Video mache und sage, ah, das ist aber auch von Manu unkorrekt, muss es nicht heißen, dass ich das toleriere. Genauso toleriert Manu nicht alles, was ich gemacht habe. Er hat mich schon oft angerufen. Wie oft hast du mir gesagt, ey Attila, das war eigentlich voll dumm von dir, was du gemacht hast? Korrekt, aber du hast recht. Aber lass mich hier kurz einhaken. Bruder, diesem Aramister gerevetisch joch, Bruder. Guck mal, dass ich das gesagt habe, wenn ich auf was Schlimmeres gekommen wäre, ich hätte das auch gesagt. Aber, nochmals, ich habe weder kopftuchtragende Frauen angegriffen, weil das würde ich niemals tun. Ich habe weder meine Religion angegriffen, das würde ich auch niemals tun. Ich habe lediglich, ne, die Ehre seiner Schwester angegriffen. Warum habe ich das gemacht? Weil bei jüngerer Schwester oder älterer Schwester wird jeder schwach. Ich in der Hoffnung, dass er sagt, was hast du gesagt? Meine Schwester? Okay, ich komme jetzt nach Mülheim, ich fick dich. Dann hätte ich gesagt, Allah, Osala, ja, Alhamdulillah, Rabbin Alamin, endlich bist du aus der Versenkung rausgekommen. Komm raus und fick mich. Komm raus. Weil bevor du mich fickst, ziehe ich dich zur Rechenschaft darüber, was du zu meinem Kind gesagt hast. So, das war der ganze Move dahinter. Und jeder, der nicht möchte, dass ich seine... Guck mal, warte, ich glaube, das, was du sagen möchtest, bevor du es jetzt sagst. Ich glaube, das, was er sagen möchte, ist, wenn du nicht möchtest, dass deine Familienangehörigen beleidigt werden, dann sollst du nicht die Familienangehörigen anderer Menschen mit reinziehen. Für die das gerade nicht mitbekommen haben, Manu Abi hat erzählt, der Typ hat nicht nur ihn beleidigt, sondern auch seine Frau und dann seine Tochter, die nachweislich existiert. Das heißt, am Ende des Tages wurde eine Person, die real existiert, mit reingezogen von diesen Menschen. Und Manu sind da die ganzen Sicherungen durchgebrannt. Und am Ende des Tages wollen wir die Sache nicht groß machen und auch nicht weder schlecht reden noch gut reden. Aber ich küsse eure Herzen. Hört auf, die ganze Zeit auf Kleinigkeiten rumzureiten oder auch auf großen Sachen rumzureiten, ist egal, die in einem bestimmten Punkt passiert sind. Und versteckt eure Augen vor den 1000 guten Sachen, die Menschen machen. Folgt dann aber gleichzeitig Leuten, die jeden Tag 999 schlechte Sachen machen und in ihrem ganzen Leben nur eine gute Sache getan haben. Ich küsse eure Herzen. Ihr solltet ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bringen dafür, ob ein Mensch, in dessen Augen du guckst, gerade die Wahrheit sagt, mit reinem Herzen spricht oder ob der gerade Scheiße redet und nur seinen Vorteil rausziehen will. So, versteht ihr? Aishan, ich küsse dein Herz. Danke, dass du da warst. Ich danke euch auch wirklich für die ganzen Antworten und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vor allem mich vergleichen, wenn ich mich aufrege, auch viele mit halt Manu AW. Also wenn ich mich zum Beispiel aufrege, wenn jemand meine Familie oder so beleidigt. Und ganz ehrlich, ich feiere das voll, weil ich... Immer halt drauf. Manu und halt immer drauf. Ganz cool. Wie bitte? Immer drauf. Bruder, ich will retten die Situation. Du sagst, ich mach nächstes Mal so. Bruder, gerne wette ich auch, Bruder. Bruder, ey, was?